Hallo zusammen, ich bin Olivier, ich bin im dritten Lehrjahr hier beim Fischer Werkzeugbau und zeige euch heute, wie ein Tag als Kunststofftechnologe bei mir aussieht. Mein Arbeitstag startet damit, dass ich mich umziehe. Danach kann ich mich einstempeln, bevor es in die Produktion geht. Von unserer Produktionsplanung sehe ich, was meine Aufgabe für heute ist. Ich hole das passende Werkzeug für das neue Produkt und fahre es an meine Maschine an. Dann kann der Umrüstungsprozess anfangen. Das alte Werkzeug mit dem alten Produkt wird abgespannt und das neue kommt auf die Maschine drauf. Alle passenden Daten kann man auf dem Bildschirm einlesen. Danach geht es in eine kurze 9 Pause, wo man etwas Kleines essen und trinken kann. Nach der 9 Pause starte ich meine Maschine. Sobald ich ein fertiges Produkt habe, schaue ich das erstmal optisch an und ganz dann genauer kontrollieren. Wenn optisch alles in Ordnung aussieht, kommt noch die maßliche Kontrolle. Das alles wird auf dem Prüfprotokoll festgehalten. Wenn du den Tag interessant gefunden hast, dann bewirb dich jetzt.